Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchermethode mit dem Margina Trader, aber auch, Überraschung, da wird Carsten sicherlich noch was dazu sagen. Ja, den Referenten habe ich jetzt auch schon genannt, Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er mit uns diese Webinarreihe macht und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind oder aber sich die Aufzeichnung gerade anschauen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXSwett. Und wir schauen uns wie immer direkt mal den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns Carsten heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen bitte dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sehr gut. Dann, lieber Carsten, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und ich wünsche viel, viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson. Das werden wir bestimmt haben. Dann wähle ich mal wieder den richtigen Bildschirm aus. Das ist der richtige. Genau. Okay, dann fangen wir auch schon an. Ich blende mal zum Anfang die PowerPoint-Präsentation ein, damit ihr das seht. Okay, der ein oder andere kennt ja vielleicht noch nicht mein neues Logo. Warum neues Logo? Hat ein bisschen damit zu tun, dass sich ein paar Dinge erweitert haben, verändert haben. Man entwickelt sich ja auch weiter im Leben und von daher hat sich auch hinsichtlich der Perlentaucherstrategie, was dem Arbeitsablauf, was die Erleichterung, sage ich mal, die Transparenz im Endeffekt wesentlich erleichtert, sage ich mal, etwas verändert. Aber dazu kommen wir dann später. Risikohinweis hat der Nelson ja schon gemacht, deswegen können wir das gleich überspringen. Über mich kennen die meisten schon. Ich bin 54, heiße Carsten Berger, komme aus dem Süden von Berlin. 10 Kilometer sind das. Ich bin ursprünglicher Westberliner, also dann irgendwann hinaus aufs Land gezogen. Hab mit Aktien, wie ihr sehen könnt, und mit Fonds schon eine ganze Weile zu tun. 2013, das sind jetzt auch schon wieder 9 Jahre Agena Trader. Es ist ein Jahrzehnt, wie schnell das da vergeht. Eben war die Software noch neu und jetzt ist sie schon alt eingesessen und man hat ein super Tool, was man benutzen kann zum Screen und zum Traden. 2015 habe ich das dann unterrichtet und zwar nicht nur den Agena Trader, ja, 2013 schon, 2015 im Endeffekt auch meine Strategie und 2019 habe ich sie dann für den Agena Trader in Form eines Add-ons, was man draufsetzen kann, defekt umgesetzt. Das kann man auch nicht im Job erwerben, sondern sage ich mal, nur bei mir bekommen, wenn man das bei mir anfragt. 2022, ja, das ist dieses Jahr, gibt es ein neues Trade-Scanner-Konzept und dazu erzähle ich euch im Anschluss was, weil es im Endeffekt den Arbeitsablauf, die Morgenroutine für einen Trader deutlich vereinfacht, ja, und völlig fernab der Charts. Das finde ich total spannend. Agenda, klar. Wer jetzt hier noch gar nicht dabei war, der kriegt hier 3, 4 Worte von der Struktur, die diese Strategie beinhaltet, was das Fundament dieser Strategie ist, einfach mal kurz noch dargelegt, damit ihr den Durchblick habt. Dann schauen wir uns natürlich die Märkte an, die absolut spannend sind. Also ich glaube, ich habe selten noch so eine spannende Phase erlebt wie jetzt. Dann werden wir sehen, wie wir die Märkte mit dem Trade Scanner, das ist auch die Internetadresse, Trade Scanner mit 2 S, .com, wie ich die damit betrachte. Und ihr könnt natürlich auch eure Aktien hier in den Fragen-Chat hineinschreiben. Dann werde ich die einfach mal aus dem Blick der Taucherbrille betrachten, aus der Position, seid ihr schon drin im Trade oder wollt ihr rein? Dann gibt es immer gewisse Dinge zu beachten. Okay. So, was ist das Fundament? Das sind immer, das machen wir jetzt auch, was sind die Indizes? Jeden Tag, Morgenroutine, Gold, Öl, was machen die Aktienindizes? Und zwar überwiegend deutsche und amerikanische. Das ist das Kernelement. Da muss ich immer ein Gefühl für haben, wo befinde ich mich gerade, damit ich weiß, muss ich screenen, also nach Aktien suchen, oder wie muss ich mit meinen Trades umgehen? Dazu muss ich mir die Indizes anschauen. Kann ich nur jedem ans Herz legen, sich da eine Routine zu erstellen, wie er drauf schaut? Sicherlich kann man sich, wie wir es jetzt machen, auch die Charts anschauen, aber wie man sie interpretiert und welche Punkte da sind, auf die man achten sollte, das ist schon entspannt. Wenn ich mir einen Index anschaue, dann weiß ich ungefähr, welchen Index ich denn nehme, sprich deutschen oder amerikanischen. Nehme ich den
Dow, relativ selten bei mir, oder den Nasdaq oder den S&P 500, Russell. Bei den Deutschen sind es MDAX, TecDAX, SDAX und DAX und so weiter. Und ich muss eine Wahl treffen. Nehme ich denn Deutsch-Amerika? Welchen nehme ich denn von den Indizes? Und zielführend soll es ja sein, wir wollen ja eine Perle finden, letztendlich die Aktie, die in diesem Index drin ist, zu finden. Also es hat was mit Timing zu tun. Wann gehe ich in die Märkte hinein? Sind sie gerade für mich prädestiniert, dass ich sie jetzt nach dem Einstieg suche? Wenn zum Beispiel ein Index in der Korrektur ist oder so, dann wäre es für mich eine gute Wahl. Und ich kann mein Depotrisiko natürlich bestimmen, weil ich weiß, in welcher Phase befinden sich die Märkte. Wenn jetzt der Markt wegen mein Depot stark angestiegen ist, dann steigt natürlich das Risiko, dass es auch eine Korrektur gibt, denn es ist ja normal. Und dann kann ich das anhand der Indizes natürlich auch steuern und sagen, fällt ein Index unter diesen Punkt, dann liegt dort halt mein Stop oder mein Alarm und ich handle dann dementsprechend. Die nächste Stufe, die nach dem Index kommt, ist natürlich die Branche. Na klar, wenn ich weiß, wir nehmen jetzt einen deutschen Index oder so, dann weiß ich, okay, ich schaue mir mal die Branchen an. Welche Branchen sind denn jetzt im DAX oder im MDAX, die am meisten performen? Also welche Aktie performt besser? Welche Branche performt besser? Welcher Index performt besser? Das sind immer die Fragen, die ich mir immer stelle und das einfach kaskadenmäßig aufbaue. Ja, warum soll ich eine schlechte Aktie handeln, die schlechter performt als eine andere, dann ist die Chance sehr groß, dass sie weiter gut performt. Und wenn ich mir diese Auswahl, sag ich mal, nicht mache, dann habe ich ja auch ein viel größeres Universum an Signalen und an möglichen Trade-Möglichkeiten. Und das ist halt ein Mittel, um es wieder einzuschränken. Genau wie beim Index ist es dann auch, welche Branche nehme ich? Und vom Timing her gibt es entweder die Korrektur bei mir oder halt das Sell-Off, sag ich mal, wenn es im Endeffekt heiß gelaufen ist. Ja. Ein übermäßiger Verkauf oder ein übermäßiger Kauf von Aktien wäre dann eventuell noch ein Kontertrendsignal. Ja, und dann haben wir die Aktie. Wenn ich eine Branche gefunden habe, wo ich sage, wow, das ist ein Trend, da bin ich long im Endeffekt und ich warte auf eine Korrektur, dann kriege ich halt als Perlentaucher ein Signal, der mir sagt, die Bedingungen liegen vor, die Aktie ist Outperformer. Sie ist in einer Branche, die halt besser performt als andere und das Signal ist im Endeffekt in einer Korrektur nach einem dynamischen Anstieg. Das macht dieses Tool der Agena Trader alleine, aber auch der Trade Scanner und kann das auch natürlich sehr gut unterstreichen. Wer dazu Fragen hat, kann mich natürlich immer anschreiben unter cb@tradercoach.de. Und kann auch gerne mal auf meiner Homepage vorbeigucken. Und wir schauen uns natürlich auch ab und zu mal die ganzen Dinge, auch die Webinaraufzeichnung, findet ihr im YouTube-Kanal. Wenn ihr das jetzt hier abfotografiert, dann müsstet ihr weitergeleitet werden können zum YouTube-Kanal. Könnt ihr euch gerne anmelden. Da gibt es dann auch natürlich Trade-Besprechungen, wenn wir starten richtig mit dem Trade-Scanner. Das wird eine spannende Sache. Dann kommen wir jetzt zu der Live-Index-Analyse im Chart. Und ich zeige euch das jetzt mal. Das ist der Agena Trader, das werden die meisten kennen. Das ist auch mein Perlentaucher-Tool. Und das ist im Endeffekt das Fundament, worauf meine Strategie jetzt technisch umgesetzt wurde. Man kann diese Perlentaucher-Strategie auch mit vielen einzelnen Tools fahren, ohne dass man den Agena Trader hat. Es ist natürlich nur wesentlich aufwendiger, wenn man dann halt eine Excel-Tabelle führen muss, wenn man dann halt verschiedene Internetseiten besuchen muss und viele Sachen hinaus kopieren muss und so weiter und so fort. Also deswegen macht es der Agena Trader leichter. Sie ist aber auch anders umsetzbar. Okay, wie immer wisst ihr ja, sortiere ich mir das gerne nach der Trenddynamik. Und das ist wieder Tag, das ist die Woche. Ich schaue mir den Tag überwiegend an. Es ist aber auch schon interessant zu sehen auf einen Blick, was macht er das in der Woche? Und wenn der Wert hier weit über 1 ist, dann bedeutet das, dass der Wert auf Wochenbasis hier, und das ist Öl, schon sehr, sehr stark unterwegs war. Ist der Wert aber unter 1 und wir sehen, wir haben in dieser Liste nicht einen Wert, der über 1 ist, dann spricht das für eine gewisse Schwäche. Und bei Öl können wir das auch sehen, wenn wir mal raufklicken, wir sehen auf Wochenbasis, es war lange unterwegs, ja, sehr positiv. Es schwächelt jetzt aber und deshalb haben wir hier einen Wert unter 1. Und das macht die Sache spannend, weil Öl trotzdem noch ein Outperformer auf Wochenbasis ist zu den anderen
sage ich mal, Indizes. Ja, die anderen sind alle hier hinten rot. Das sind die roten Einsen. Das heißt, sie sind auf Wochenbasis, sind die alle Underperformer im Vergleich zum Weltindex. Ja, ich habe den Weltindex als Benchmark und vergleiche das mal, wo geht im Moment ein bisschen die Post ab und wo wird es halt schlechter. Dann sehe ich halt auf einen Blick, auf der rechten Seite leuchtet mehr rot als auf der linken Seite grün. Hier ist Long und da ist Short auf der rechten Seite. Und dann sehe ich, okay, die Märkte sind, auch wenn ich jetzt gar nichts verfolgt habe, relativ schnell, dass der Markt im Endeffekt nach unten gerichtet ist und sehr höchstwahrscheinlich auch sehr volatil ist. Was ich auch sehen kann, weil hier die Vola nicht grün ist. Also diese beiden Signale auf Wochenbasis, auf Tagesbasis, zeigt mir null an. Das bedeutet, wir haben eine hohe Volatilität. Bedeutet, hohe Volatilität, wisst ihr selbst, schwankungsstarke Kurse bedeuten wahrscheinlich überwiegend fallende Kurse. Ja, steigt die Volatilität an, ist das eine gute Bedingung, dass die Kurse weiter fallen. Eine stetig steigende Volatilität, ja, die nicht so exorbitant schwankt, sorgt im Endeffekt für eine gute Möglichkeit, dass ein Markt nachhaltig langsamer steigt, einen Aufwärtstrend bildet. Da sind wir weit von weg. Charttechnisch als auch von der Volatilität. So, und Outperformance bedeutet ja auch, dass sich Investoren oder Trader, Professionelle, sich Märkte suchen, wo im Endeffekt jetzt was verdient wird. Und das ist jetzt gerade richtig schwer. Man würde ja sagen, wenn die Aktienindizes fallen, dann sucht sich jeder irgendwas in Gold. Ja, wenn wir das einfach mal nur jetzt von der Liste ansehen, die Charts gucken wir uns gleich noch genauer an, da ist hier in der Mitte Gold. Ja, da sieht man auf Wochenbasis, er hat es versucht. Ja, er ist über 1, aber jetzt auch nicht so toll. Und hier schon ein Minus. Gucken wir uns das mal im Chart an, dann sehen wir, dass Gold im Endeffekt alles dafür geschaffen hat am Anfang, um hier nach oben wegzubrechen. Das hat er auch gemacht und dann ging er im Endeffekt der Goldkurs wieder nach unten. Ja. Seht euch jetzt nicht hier die absoluten Kurse an. Das ist der Gold Trust. Das ist von iShares ein ETF. Den nutze ich dafür, um letztendlich Gold abzuhandeln. Jetzt sind wir eher seitwärts unterwegs. Wo haben wir das noch? Hier, Brandöl war auch super. Auf Wochenbasis ganz schön lange positiv performt. Das ist fast so ähnlich wie der USO ETF. Hier oben dasselbe. Auf Wochenbasis stark, auf Tagesbasis schwächelnd. Und man sieht es ja hier. Ja, man könnte jetzt hier noch ein symmetrisches Dreieck reinmalen, was man möchte. Man sieht, der Kurs schwankt ganz schön und geht nicht mehr in die eine Richtung. Obwohl das der einzige Wert ist, also Öl, der hier noch irgendwie in die Long-Richtung gehandelt werden kann. So, schauen wir uns das mal jetzt genau an. Wir haben das mal sortiert jetzt und jetzt steht mit 0,99 der DAX oben. Ja, wer staunt da? Wir sehen sofort, dass der DAX sich in einer Zone bewegt. Das sind hier diese grünen Querbereiche, waagerechten Bereiche, der eine Wochenunterstützung darstellt. Ja, ich lasse mir hier mal gerne die Wochenunterstützung darstellen. So, das ist der heutige Tag gewesen, der 11. Mai. Und die Börse ist ja jetzt in dem Sinne für die Kassa geschlossen, für die Kaskkurse. Und wir sind quasi ganz schön 3 Tage lang abverkauft worden und das an einem Hoch hier. Vom 5. Mai bis jetzt, ich muss mal gucken, wie viele Prozent das sind, wenn ich im Kopf rechne, das kann das rechnen, das sind mal 6,5% in 3 Tagen, das ist schon eine ganze Menge für den DAX. Und was kann man daraus ableiten? Was würde ich jetzt tun mit dem DAX? Wäre der DAX jetzt für mich ein Long Trade? Nein, wäre er nicht. Warum nicht? Kann ich euch sagen, weil ich kein erhöhtes Volumen habe an einer Ausverkaufszone. Ja, das ist für mich Voraussetzung. Ja. Wenn die Kerzen hier bei mir orange leuchten, dann weiß ich, dass hier sehr hohes Volumen unterwegs war. Und dann könnte es eine Indikation dafür geben, dass der Markt dreht. Nun ist es ja hier bei diesen Riesenkerzen extrem schwer, da jetzt irgendeine Position einzunehmen. Mir geht es ja auch nicht darum, den DAX direkt zu handeln. Merkt immer noch, am Anfang habe ich euch ja gesagt, ich suche eine Aktie. Dann sind natürlich auch die Aktien dementsprechend volatil. Langsam kehren wir so ein bisschen zu diesen normalen Kerzen wieder zurück, aber schauen wir uns das mal retrograd an. Da sind die doch noch wesentlich kleiner. Wir haben also eine niedrige Volatilität und kleinere Tagesschwankungen, ja, im Tagesschart. Müsst ihr mal überlegen, wo dann im Endeffekt nachher die Auswirkung bei der Aktie liegt, wenn er im Index schon so einen starken Schwankungen hat. Okay,
Also was würde ich denn hier sehen wollen, wenn ich den, ich habe keine Position, auch nicht in DAX-Aktien, wenn ich jetzt hier was Long machen würde, was würde ich denn gerne sehen wollen? Dann würde ich natürlich auch hier in dieser Zone und zwar an dieser Kerze, die hier abverkauft wurde, dann würde ich da gerne ein erhöhtes Volumen sehen. Habe ich das? Nö, habe ich nicht. Das ist niedriger, das ist für mich nicht interessant. Und danach hätte ich gerne auch eine starke Kerze. Habe ich da eine starke Kerze? Nee, ich habe einen Umkehrstab, der in die andere Richtung zeigt. So, war das jetzt irgendwie absehbar, dass der Markt hier dreht? Also auf Tagesbasis für mich nicht, jedenfalls nicht nach meinen Regeln. Und deshalb bringt es auch heute für mich nichts. Das ist eine Umkehr, das ist schön. Aber wo sitzt dann das Ziel, wenn ich jetzt hier long gehen würde? Was erwarte ich dann? Ist klar, dass hier oben das wahrscheinlich schon zu Ende ist. Das heißt, ich habe vielleicht ein, zwei Tage einen Move nach oben. Aber die Bedingung, dass das Volumen hier höher ist am Tief, das ist nicht erfolgt. Von daher ist das für mich kein Szenario. Ist es ein Szenario, um Short zu handeln, also quasi in die andere Richtung? Da bildet sich gerade was aus, was vielleicht interessant ist. Und zwar, wenn der Markt nochmal hier nach oben geht, vielleicht einen Tag oder zwei, dann habe ich dann so eine Korrektur, ne? Nach oben. So. Und dann wird es doch spannend, wenn dann so eine schwache Kerze kommt, wie sowas hier. Ja, bildet sich hier oben und dann kann ich dann in diese Richtung runterhandeln. Ja, würde ich einen Teilverkauf daran setzen. Ich rede jetzt hier mal im DAX, aber in den Aktien sieht es dann meistens ähnlich aus, würde ich dann im Endeffekt einen Teilverkauf tätigen. Ja, im Moment ist einfach nur gucken und sehen, was passiert. Wenn ihr Fragen habt, einfach bei Fragen reinschreiben. Ich beantworte die dann gleich, ist gar kein Thema. Eurostoxx, ja, da muss ich nichts zu sagen. Sieht genau aus wie der DAX, das ist das Gleiche. Einzige, was wir hier haben, wird dann eben herausgefunden, ist ein erhöhtes Volumen. Ja, und jetzt 2 Tage später leuchtet bei mir dieses P3-Umkehrsignal auf, ja, dass das natürlich automatisiert macht. Wunderbar. Eurostoxx-Aktien wären dann vielleicht zu screenen, wobei hier beim 20er dann schon das erste Target wäre. Also viel Potenzial ist dann nicht für einen Tag. Wenn man das macht mit einer kleinen Positionsgröße, da mache ich jetzt nichts. So, Öl. Jetzt schauen wir uns nochmal Öl an. Öl war spannend. Kann ich euch nachher auch im Trade-Scanner zeigen. Das war mega spannend, weil wir das Öl im Endeffekt hier auf dem Kicker hatten, um Ölaktien zu screenen. Dann ging es nach oben und dann haben wir gesagt, man sieht das nachher auch im Trade-Scanner, dass der Markt heiß läuft und dann zieht man natürlich die Stops nach, sodass man hier im Endeffekt neutral ist. Ja. Öl. Wenn man jetzt nicht drin ist im Öl, war hier natürlich eine viel bessere Situation, die sich aber auch anders jetzt an der aktuellen Situation darstellt. Das ist ja gestern, das ist der heutige tickende Kurs noch. Und dann sehe ich ja, dass ich im Endeffekt, wo der Kurs hier unten war, bis da oben schon einen Riesensprung habe. Wenn ich jetzt, wenn der Markt jetzt heute so bleibt, ungefähr in dieser Range und mit so einer Kerze schließt, jetzt hier oben einsteige, dann könnte ich mir Ölaktien suchen und weiß, dass es hier oben natürlich schon wieder dünner wird. Ja, wir haben nicht so richtig Potenziale, weil die oft über Nacht schon mit so einem kleinen Gaps, hier ist der Schlusskurs, da oben ist der Eröffnungskurs, einfach schon mal viel vorwegnehmen. Wie will man dann in eine Aktie einsteigen, wenn der Markt einfach schon wegläuft? Ja, das ist einfach so. Manchmal funktioniert das halt nicht. Da kommt man halt im Markt nicht rein, da muss man halt zuschauen. Also Potenzial ist geringer. Klar, wäre es doch schöner gewesen, wenn man hier in dem Bereich eine Kerze gesehen hätte, ja, und einen Schlusskurs und hier den hoch, dann hätte man das hier hochhandeln können. Da ist es schon wieder 1-2% vielleicht schon zu viel weg. Ja. Aber generell ist Öl immer noch stark, hat dort noch im Endeffekt Potenzial nach oben und hat wahrscheinlich hier auch noch in dem Bereich extrem viel Unterstützung, weil man ja hier dieses starke Volumen sieht. Ja. Und der Markt hier, diese Preiszone bei diesem ETF bei 72 da gerne zugreift. Ne? Okay, CDAX schauen wir uns nicht an. Das ist ja die Gesamtheit der deutschen Aktien. Das sieht ja auch genauso aus wie der DAX meistens. DAX Future. Ja, sieht jetzt nicht so gut aus wie der DAX. Schaut euch das mal an. Die DAX-Kasse sieht ja, na, das ist der Future. Der tickt noch. Und jetzt schaut euch mal den DAX an. Der sah ja hier stärker aus. Ne? Das ist schon wieder hinfällig. Von daher sieht man mal, wie der Markt noch weiterläuft, wenn er für die Kasse, für die Leute, die die Aktien kaufen, einfach geschlossen ist. Aber generell sieht der DAX genauso aus.
Das ist der Welt-ETF, das ist meine Benchmark. Da sehen wir auch dort, haben wir 3 Tage lang bei den stärksten Aktien, sage ich mal, auf in der Welt relativ einen hohen Abverkauf gehabt. Und genau, man staune, wo kommen wir wieder hin? Da, wo das Volumen erhöht ist, dann ist das hier nicht mega erhöht, ja, aber es ist erhöht für ein ETF und hier wird gerne wieder etwas genommen. Und heute haben wir gesehen, eine Umkehrkerze. Ja. Was mir hier fehlt, ist, dass hier ein stärkeres Volumen ist. Es ist leicht erhöht, aber es ist nicht über dem Durchschnitt. Es könnte, aber welche Aktien nimmt man, wenn man eine Benchmark hat für die Welt? Das ist auch nicht so einfach. Da müsste man jetzt in den Weltscreen, habe ich aber gar nicht die Möglichkeiten so in der Tiefe der Welt, sondern ich nehme meistens nur Amerika und deutsche Aktien, ja. Vielleicht mal französische oder so, aber sonst nicht. Aber die Benchmark deutet darauf hin, dass der Markt eventuell hier drehen könnte. Ja, spannend. So, alles, was unter der Benchmark ist, hier in der Liste, wie Gold, ist im Endeffekt schlechter, ja, von der Performance her. Und beim Gold sehen wir ja, es hat ja, das sind noch die Zeichnungen von meinem letzten Webinar, da sehen wir, dass Abwärtsgaps, ne, das sind die Lücken, die hier sichtbar sind, zwischen den Hoch- und Tiefs der einzelnen Tageskerzen, wie das hier dafür sorgt, dass man im Endeffekt so eine Widerstandszone hat, zack, drunter. Und wenn man jetzt, hier sind wir mit Sicherheit auf einer tollen Zone, guckt mal, hier ist ein hohes Volumen, ja, und auf einer Wochenunterstützung, das könnte für Gold gut sein. Ah, dort, zack. Und wir sind 1, 2, 3, 4 Tage rausgegangen aus dem Gold. Ja, also niedrige Kurse wurden akzeptiert. Wir haben nicht so ein hohes Volumen. Wir sind so am Durchschnitt. Das ist nicht ganz so gut, sage ich mal. Und heute tickt diese Kerze noch so. Das ist ein bisschen unentschlossen. Ja. Mal sehen, wie die am Tagesschlusskurs aussieht. Weil Tagesschlusskurse sind für mich immer wichtig für die Entscheidung am nächsten Tag. Ja, also wenn der Markt zu ist, Amerika habe ich ja Zeit bis 15.30 Uhr, da eine Entscheidung zu fällen. Und von daher kann ich das entspannt abwarten. Wo ich auf jeden Fall mit dabei bin und mir das anschaue, das ist das, wenn das Folgendes passiert, gehen wir nochmal ein bisschen runter und machen hier einen Umkehrstab oder legen so eine starke weiße Kerze hin, wie hier, ein bisschen kleiner vielleicht, also ein Powerbar. Das ist doch genau in dieser Range hier drin, ja, nicht punktuell, ja, um diese Unterstützung, wo kurzfristig der Markt wieder in die andere Richtung geht. Aber ich weiß es nicht, ob das Ding jetzt ein endloser Trend bis da oben wieder wird. Kann sein, aber wir wissen, was uns im Weg steht. Und im Weg stehen uns diese Gap-Widerstände, diese Wochenwiderstände, nochmal ein Gap-Widerstand und oft wird ja viel beachtet. Der 20er, der kommt natürlich dann irgendwann runter. Das heißt, es trifft hier zusammen und ich sage immer, es ist ein kumulativer Punkt. Mehrere Bedingungen treffen gleichzeitig zusammen und das deutet doch darauf hin, dass wir dort einige Schwierigkeiten vielleicht haben werden, den Trade nach oben weiterzuhandeln. Das heißt, wenn ich hier unten bin, was mache ich dann? Ich setze wirklich hier einen engen Stop drunter und versuche das dann bis zum 20er zu handeln. Ich nehme dann Goldaktien natürlich, das wisst ihr ja, und gehe dann mit einem Teilgewinn raus und dann werde ich sehen, was der Markt dann macht. Wenn er weitergeht, dann bin ich noch mit einer guten Position drin, der Hälfte ungefähr. Und wenn nicht, habe ich hier einen Plus-Minus-Trade oder sogar einen kleinen Gewinn eingefahren. Also von daher, man muss ja mal gucken, dass man sein Risiko gering hält. Wäre das eine Möglichkeit. Ja. Es wird immer schwächer, die Kerze. Mal sehen, wie es am Ende des Tages aussieht. So, Dow, der Dow Jones. Mein Gott, sind das Kerzen. Ey, das ist unglaublich. Guckt euch das mal an, bitte. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Blätter mal ein bisschen zurück hier. Das ist das hier. Ja. Ganz kleine Kerzen hier. Oktober 2021 und jetzt so eine Dinger. Das ist ja Wahnsinn. Was sehen wir hier? Ja, wir haben hier extrem hohes Volumen. Ja, auf diesem Tief kann ich mal einzeichnen. So. Und dann sehen wir, dass der Markt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Und als ich heute mit meinem Kollegen Markus Runor gesprochen habe, da war das mega spannend. Wir haben eine tolle positive Kerze, hatte er gesehen, noch bei Markteröffnung, relativ nah bei der Markteröffnung. Und ich habe dann raufgeguckt und sage, naja, die hast du vor ein paar Minuten oder Stunden gesehen. Guck dir das mal jetzt an, das sieht schon wieder anders aus. Ja, deshalb muss man natürlich immer so eine Tagessignale
auch dann treffen, wenn der Markt geschlossen ist. Ne? Nur dann ist es ein signifikantes Signal, der Markt ist zu. In Deutschland nach 17:45 Uhr ist das Ding zu. Und dann weiß ich, dass das Signal letztendlich auch eine dementsprechende Relevanz hat. Und jetzt schaue ich mir das an und sehe, wenn diese Zone hier nicht hält, ja, ich bin kein Ausbruchstrader, ich werde mir keine Dow-Aktien jetzt short suchen, nachdem ich hier 1, 2, 3, 4, jetzt mittlerweile schon den fünften, wenn es so bleibt, Tag gefallen bin. Ja, in der Regel gibt es dynamische Bewegung bis zu 4 Tagen. Dann wird es meistens dünn. Ja, könnt ihr euch einfach mal hier links anschauen. 1, 2, 3, dann wurde schon mal ein Tag, ein längerer Tag, also ein positiver Tag, 5. Und dann kam schon wieder der Rebound. Also je länger ihr wartet auf Tagesbasis, desto schwieriger wird es. Es gibt oft eine Umkehr. So eine langen Kerzen sind interessant, wenn man das Intraday handeln möchte. Dann hat man natürlich einmal hier die Rutsche nach oben. Man wird vielleicht einen Longtrend finden und hier unten auf 5 Minuten einen Shorttrend. Aber für Tagesbasis handeln, so wie mich, da muss man halt genau sein Risiko abschätzen und dann brauche ich halt eine Korrektur. Ja. Wann würde ich hier jetzt short gehen bei dem Ding? Kann ich euch sagen. Der Ausbruch war schon da. Jetzt wartet man auf einen Rebound. Der kommt bis hier hoch. Und ab der Zone warte ich halt auf eine schwarze Kerze, die ein annehmbares Risiko hat, also die eine entsprechende Größe hat, und zwar kleine Größe, um dann nach Aktien zu screenen, die Dow sind zum Beispiel. Ja. Mache ich nicht so gerne. Ich mag diese großen nicht. Ich gehe lieber eine Etage niedriger, aber ich muss euch ja das Prinzip erklären. So, mal schauen wir mal, wie weit geht denn der Dow, wenn er Lust hat. So, also wir haben hier eine Wochenunterstützung mit hohem Volumen. Wo haben wir die nächste Wochenunterstützung? 29.000. Das sind ja nochmal so 8%, 6, 7%. Hier haben wir ein erhöhtes Volumen. Man sieht die orange Kerzen mit einer Umkehr. Das ist bei, wenn man es nicht ganz fest auf 30,8, sagen wir mal 30.900, 31.000, da sind nochmal 1.000 Punkte. Könnt ihr nochmal gehen. Läuft dann wieder zurück. Dann wären wir wieder in derselben Situation. Shorten dann aus dem Bereich, wenn wir wieder zurücklaufen. Ja, abwarten. Man muss halt immer ein paar Tage warten, bis es Sinn macht, sich vor den Rechner zu setzen und tief zu screenen. Aber heute zeige ich das mal in der Tiefe weiter, damit ihr das seht. So, jetzt kommt hier einer zu meinen Lieblingsindizes, das ist der TecDAX. Ja, die meisten haben ja den DAX. Ich finde den TecDAX immer genial. Ich handle auch gerne TecDAX-Werte. Sieht genauso aus, ne? Wir sind bis auf 2.900 ungefähr im März gelaufen, dann recht dynamisch nach oben. Jetzt scrolle ich es mal ein bisschen auf, dass ihr es besser sehen könnt. Und dann haben wir hier so ein starkes Volumen. Der Markt kommt nicht richtig weit darüber hinweg. Ja, wenn ich dann hier diese Linie einzeichne, dann seht ihr, er geht mal drüber, nächsten Tag drüber, wieder drunter, 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 drüber, einen Tag drüber, wieder ran an den Bereich. Also er hält sich ewig in den Bereich, entfernt sich nicht. Und dann wird das halt schnell zum Widerstand. Also das kann man immer wieder sehen. Zack, hier geht er dann runter, prallt oben ab und das war's. Ja, also von daher kann man das sehen. So, da sind wir jetzt auch weit schon gelaufen. Das heißt hoch, einmal mit als Korrektur, wunderbar, nochmal eine kleine Korrektur. Dann 3 Tage auch hier dynamisch. Ja, und haben diesen einen Tag ja nichts Positives. Und heute haben wir diesen Umkehrstab. So, was fehlt mir leider? Das erhöhte Volumen habe ich nicht. Das ist unterm Durchschnitt, das ist jetzt nicht so viel mehr. Das sieht genauso aus wie das andere. Habe ich hier unten hohes Volumen? Ja. Es könnte ein Unterstützungsbereich sein. So, wenn ich mir jetzt TecDAX-Aktien aussuche, hängt natürlich davon ab, was Amerika jetzt macht, dann habe ich eine Chance, dass der TecDAX läuft bis zum 20er, weil er kommt dann hier runter und eventuell bis zu diesem erhöhten Volumen. Dort. Und da haben wir wieder unseren kumulativen Punkt. Das heißt, bis da habe ich Potenzial. Ne? Beobachte ich natürlich dann, wenn ich eine TecDAX-Aktie habe, auch den TecDAX in der Folge. Schauen wir mal nach links weiter. Da haben wir einen breiten Unterstützungsbereich. Ne? Ihr seht, da ist er schon mal gedreht. Hier ist extrem hohes Volumen, er ist gedreht. Das sieht nicht schlecht aus. Es könnte bedeuten, dass der Markt kurzfristig nach oben geht. Da handle ich jetzt nicht trendkonform, weil der Trend ist ja nach unten. Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, wenn das untere Bollinger Band mehrfach tangiert werde, spreche ich von einem Abwärtstrend. Unabhängig, ob da nun einer vorliegt oder nicht. Die Bollinger Bandberührung entscheidet das. Und in dem Fall sind wir ja unten gewesen. Das heißt, wir handeln in die falsche Richtung, in Anführungsstrichen. Eine Countertrend, also Gegentrendstrategie
Wenn das gut, sehr gut funktioniert, dann haben wir einen möglichen Punkt 1 wie bei den Markttechnikern, die eigentlich fast nie handeln können, weil sie ja erst einen Trend brauchen. Und das ist im Endeffekt die Gegenstrategie, die eventuell dann weiterläuft. Das weiß ich auch nicht. Aber das bedarf einer angepassten Stoppsetzung und einer natürlich angepassten Positionsgröße. Verkleinern dann. Also finde ich schon mal interessant, den TecDAX. MDAX, schauen wir uns mal an. Ja, der hat im Endeffekt auch das Gleiche. Wir haben hier ein erhöhtes Volumen, eine Wochenunterstützung, positive Kerze. Wohin wird der laufen? Das seht ihr selbst. Ja. Wochenunterstützung, da geht der Kurs eventuell hin. 20er kommt runter. Hier ist nochmal eine Wochenunterstützung, Wochenwiderstand. Das sind mehrere kumulative Punkte und das heißt, wir haben dort etwas mehr mit Widerstand zu rechnen. Brent-Öl hatten wir schon, S-DAX, auch ausgebombter Wert. Die S-DAX-Werte sind ganz krass unter die Räder gekommen. Hohes Volumen hier unten. Ja, genau da setzen wir auf. Wir haben leider nicht so ein erhöhtes Volumen hier unten. Das ist schade. Aber natürlich ist die Zone interessant, weil es schon viel abverkauft wurde, dass es hier einen Rebound gibt. Ja. Enge Stop-Führung und ein Target setzen. Und das ändert sich natürlich, wenn die Dynamik hier nicht stattfindet. Dann sehen wir uns schnell wieder auch mit fallenden Kursen auseinandersetzen müssen. So, was haben wir hier? Ja, bei 12.300 gibt es eine bessere Unterstützung, logischerweise. Mal Rennen zusammen machen, da sehen wir, dass wir schon viel, viel wieder abgegeben haben vom Top. Und schauen wir auf den S&P 500. Das habe ich heute auch mit meinem Kollegen Markus, da immer diskutiert. Das war auch total spannend. Und schaut euch die Kerze an. Das ist krass. Die war vorhin mega positiv, logischerweise, weil hier ist der Schlusskurs, hier ist der Eröffnungskurs. Da haben wir so einen Gap gesehen, so einen, ja, zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs. Und jetzt dreht das Ding schon wieder nach unten und läuft unter die 4000. Ja. So, 1, 2, 3, 4. Heute der fünfte Tag. Wenn es so bleibt, sind wir negativ. Das ist schon für Short, auf Tagesbasis auf keinen Fall. Was kann passieren? Das ist ja wie ein Ausbruch. Ne? Hier hatten wir eine Wochenunterstützung. So, hier ist sie gescheitert damals. Hier ist sie wieder gescheitert mit einem Umkehrstab. Also ein typisches Perlentaucher-Trade-Long-Signal, auch wenn es nur kurz war. Aber hier haben wir ein erhöhtes Volumen, ja, über den Durchschnitt zweimal am negativen Tag und am positiven Tag. Das ist das, was ich sehen möchte. Dann hat man eine Chance, dass der Markt dreht. Läuft genau rein bis zum Wochenwiderstand an den 20er in den runden Bereich ungefähr rein und dreht wieder. So, was warten wir jetzt? Wie weit kann das Ding gehen? Wir haben es vorhin auch besprochen. Hier haben wir noch ein erhöhtes Volumen. Schaut euch das an. Das war am 12. Mai 2021, da sind wir drunter. Auch das bietet wahrscheinlich schon einen gewissen Widerstand in Verbindung mit diesen Wochen und, sage ich mal, Unterstützung, die jetzt zum Widerstand geworden ist. Wir sind ja dann da drunter, falls es heute so bleibt. So, wo geht's denn weiter? Ja, das mal näher zusammen ein bisschen, damit wir es besser sehen können. Hier, 3.720 wäre jetzt mal so die nächste Station für den Worst Case. Könnte sich aber schon bei 3.900 ungefähr einpendeln. So. Also, was erwarte ich? Entweder ihr kriegt hier die Kurve, geht hier wieder rein und geht etwas nach oben. Dann handle ich den, wenn er wieder eine schwache Kerze hat, in die Short-Richtung. So. Wenn er jetzt weiterfällt, 3, 4 Tage weiter und landet hier unten in diesen erhöhten Volumenbereich bei dieser runden Zahl von 3.900 und bildet eine Umkehrstab in die Long-Richtung, was handle ich dann? Countertrend Long, also gegen die vorherrschende Ausverkaufsrichtung, also Short-Richtung, handle ich dann einen Long Trade und dann wieder bis in den Bereich, wo er dann wieder an die Unterstützung bzw. Widerstandszone kommt. Ja, es dreht sich ja immer. Vorher war es Unterstützung, dann ist es Widerstandszone. Also so ist im Endeffekt die Taktik dahinter. Russell 2000. Auch weggebombt, das Ding, ja, runter unter die fette Unterstützung. Ihr seht, die hat 1, 2, 3 hier mit extrem hohem Volumen, hat gehalten, bis an den 20er rangelaufen. Das hatten wir auch so besprochen, dass er bis an den 20er geht hier und dann ist er wirklich runtergefallen und dreht heute schon wieder und macht eine schwarze Umkehrstab mit einer starken Volatilität, legt er dahin. Wie kann das Ding weitergehen? Ja, natürlich bis zu dieser Wochenunterstützung. Und dann haben wir hier noch ein Gap. Also da sind ein paar weitere Widerstandszonen bzw. Unterstützungszonen.
je nachdem, aus welcher Richtung man das betrachtet. Wenn ich Short gehe, ist es ja ein Widerstand. Wenn ich Long gehe, ist es eher eine Unterstützung. Deswegen sage ich immer beide Begriffe. 1, 2, 3, 4, 5 Tage nach unten, 6. Tag noch, kommt hier ein Umkehrstab. Dann kann man schon mal gucken, ob man starke Einzelwerte aus dem Russell 2000 nimmt und die kurzfristig in die Long-Richtung aufbaut. Ja. Immer mit dem Hintergrund, das wisst ihr selber, dass News gerade die Märkte steuern, logischerweise Nasdaq. Also da kann ich auch nur mal sagen, Respekt. Ja. Wahnsinn. Heute auch positiv gewesen, alles wieder abgegeben, sogar ein neues Tief gemacht und rutscht weiter runter. Schauen wir mal, wo ist denn hier ungefähr Wahnsinnsunterstützung bei 12.000. Sollte eigentlich halten, wenn nicht, dann sehen wir uns bei 11.000 wieder. Das sieht relativ klar aus, weil wir haben hier auch ein starkes, hohes Volumen an diesem Top und das bringt doch einigen Widerstand wahrscheinlich mit sich, hat ja auch immer super funktioniert, um dann wieder den Markt zu drehen. Jetzt sind wir da drunter. Also, Short aus dem Rebound raus, zack. Wenn er weiter Short runtergeht, Long-Bereich bei 11.000, ich denke mal nicht, dass es jetzt so schnell geht, aber man weiß ja nie, ist der Rebound-Bereich, wo ich dann gerne bei erhöhtem Volumen handle, in die Countertrend-Richtung. Also die Märkte sehen wirklich nicht positiv aus, wenn man das mal so möchte. Silber. Silber ist auch ausgebombt worden. Haben ja auch viele in den Medien, ich schrieb, schaut euch mal das hier an. 1, 2, da haben wir eine Korrektur, dann ein Gap nach unten wieder. Zack, 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 zack. Da haben es auch ein von iShares ein Silver Trust, also ein ETF. Aber da sind schon einige Sachen, sage ich mal, ausverkauft worden. Hier hatten wir ein schönes erhöhtes Volumen. Und trotzdem haben wir dann am nächsten Tag mit einem Gap drunter eröffnet. Ja. Und das zeigt einfach, dass man sich dann ganz klar sagen muss, okay, warte ich jetzt? Also jemand jetzt ein Prinzip Hoffnung. Wenn das Ding hier gescheitert ist, das weiß ich ja auch nicht, ob der darunter gappt, aber wenn das passiert in euren Silberaktien, wahrscheinlich dann noch schlimmer, dann könnt ihr darauf hoffen, dass der Markt wieder nach oben geht. Klar, aber die Realität sieht oft anders aus. Wir haben hier einen Down Gap und das sorgt für Widerstände. Da muss der Markt erstmal rüber. Wir sehen hier, zack, an dem Tag ist er noch rangelaufen, einigermaßen runter. Dann kommt er wieder ungefähr in diese Grenze, wieder runter. Dann haben wir hier die Wochenunterstützung, die jetzt Widerstand ist. Auch nicht so toll. Ja. Das sind alles Punkte, die einem dann nicht so positiv, sag ich mal, beeinflussen hinsichtlich der Trade-Planung. Ja. Prinzip Hoffnung ist nicht gut. Einfach sagen, nee, raus, das war's. Wo könnte er drehen? Wir haben hier ein erhöhtes Volumen bei 1928, wie gesagt, das ist der ETF. Wenn wir das mal weiter zusammenstauchen, dann sehen wir, die nächste Station ist ungefähr bei 1850. Also wir haben noch ein bisschen mehr drunter. Aber wir brauchen eine positive Kerze. Also habe ich nicht. Ja. Hier war mal eine, da ist aber kein Kurs drüber gelaufen, von daher war da nichts. Aber letztendlich haben wir das nicht. Wir haben keine positiven Signale und wir haben Abverkaufssignale. Aber ich habe keine Korrektur, für die ich dann gerne aus so einem Trade handle. Das würde ich machen. Ausbruch unter dieses Tief haben wir ja hier gehabt. 2, 3 Tage kommt der Kurs wieder zurück hier in den Bereich und bildet eine schwache Kerze. Dann screene ich dann hier oben, wenn die Aktie, wenn der ETF da oben steht, suche ich dann nach Aktien. Ja. Das wäre natürlich die Folge. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das jetzt, wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht, 40, sagen wir mal 35 Minuten. Und das mache ich ja jeden Tag. Bei mir dauert es ja nicht so lange, weil ich klicke ja einfach ja nur durch. Ne? Also relativ schnell kann ich das erfassen. Für euch vielleicht mit der Anfängerübung dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ne? Aber was ich sagen möchte, ist im Endeffekt, wie kann man das machen, ohne dass man einen Chart sieht? Und das finde ich ganz spannend. Das zeige ich euch jetzt mal. Den Agina Trader mal kleiner und jetzt mache ich mal das hier raus, die Präsentation. So, das ist ja meine Homepage und zur Info, ihr könnt gerne hier die Perlentaucher Trading Strategie, wer jetzt da noch nicht so tief drin steckt, gerne mal nachlesen. Ich habe das hier wirklich explizit aufgezeigt. Es gibt noch mal ein Video, wo ganz tiefer Einblick drin ist in meine Strategie, das Einleitungsvideo hier. Auch bei FX Flat gemacht. Ihr könnt meinen YouTube-Kanal abonnieren gerne.
Und hier steht alles drin, wie ich die Volatilität einschätze, wie das funktioniert und was ich brauche und wie die Chartinterpretation. Es gibt eine Statistik zur durchschnittlichen Dauer der Outperformer-Phasen. Ist eine super Untersuchung gewesen, die habe ich mal gemacht. Mega aufwendig gewesen. Ja, und was ich im Endeffekt brauche im Chart, um das, sage ich mal, festzumachen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und jetzt kommen wir zum Trade Scanner. Und Trade Scanner ist im Endeffekt das. Ich habe gesagt, ich habe den Agena Trader, eine super tolle Software zum Screenen, aber was ist, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder nicht so einen Rechner habe, der so leistungsfähig ist, wie geht das viel schneller? Und wie geht es eigentlich ein bisschen einfacher noch? Dann könnt ihr nachlesen, was der Trade Scanner im Endeffekt kann. Ja? Und da steht alles beschrieben, das schauen wir uns also gleich live an, damit man sieht, was da eigentlich möglich ist, ja, im Branchen und so weiter, wie ich denn screene, wie so ein Chart da aussieht und wie man das schnell erfasst, dann Unternehmensbeschreibung und Fundamentalanalyse. So, und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr dieses Perlentorer-Strategie auch kostenlos testen, und zwar 14 Tage lang, indem ihr euch einfach registriert. Und zwar gehe ich mal auf Trade Scanner. So, tradescanner.com. Ich schreibe euch das einfach mal in den Chat rein und würde mir in den Chat rein. Und da könnt ihr euch einfach registrieren. Das läuft dann, kriegt dann eine E-Mail von Digistore. Es läuft 14 Tage und nach 14 Tagen ist das Ding zu Ende, ohne dass ihr irgendwas kündigen müsst. Ja, vielleicht wollt ihr noch eine Verlängerung haben, dann könnt ihr uns einfach anschreiben, also mich anschreiben. Ich leite es dann gerne weiter oder den Markus und dann könnt ihr es weiter testen. So, was könnt ihr eigentlich testen? Das zeige ich euch. Und zwar, wenn ich mich hier eingeloggt habe, ich gehe mal kurz auf Logout, damit ihr das seht. So sieht das aus. Das ist jetzt von dem Design her, das ist aber auch egal, es geht ja nicht ums Design, sondern wir wollen ja Inhalt haben. So, wenn ich mich da eingeloggt habe, sieht eure Seite vielleicht anders aus, weil ich ja hier der Admin bin und zwar für die Perlentower-Strategie. So, dann nutze ich für meine Marktstrategie immer das Marktmodell. Das ist Marktklima gleichgesetzt. Ich sage mal Marktklima. Markus sagt Market Model. Das haben wir zusammen entwickelt. Ich finde das mega. Und zwar kann ich euch den Aufbau erklären. Wenn ein Wert hier oben rechts drin ist, da wo die Maus lang fährt, in diesem rechten Quadranten, wir haben ja vier Felder, dann handelt sich es um einen eher long-mäßig, also Long-Trade ausgerichteten Wert. Ja, generell. So. Auf der linken Seite, in diesem unteren linken Quadranten, sind es eher Short Trades. So. Dann gibt es zwei Bereiche, die sind für den Trend Long Bereich vorbehalten. Das wird noch ein bisschen ausgeweitet, da sind wir noch ein bisschen am Justieren. Das ist Trend Long. Befindet sich dort ein Index da drin, dann bedeutet das für mich, dass ich um eine Trend Long Strategie handle. Befindet sich der Index in diesem Quadranten, hellblau, dann bin ich in einem Trend Short Quadranten. Das werden wir vielleicht noch grafisch ein bisschen aufbessern, aber jedenfalls das zum Grundverständnis. Und jetzt ist doch klar, vielleicht wisst ihr das noch, wie ich immer erzählt habe, ich setze mich nicht jeden Tag an den Rechner, weil ich ja auch Zeit für gerne im Garten verbringe oder sonstige Hobbys, dass man weiß, naja, jetzt ist der Markt heiß gelaufen, jetzt will ich gar nicht mehr einsteigen, weil ich finde ja auch gar keine Aktien mehr. Die Chance ist ja recht hoch, wenn ich jetzt 6, 7 Tage schon einen Markt habe, der gestiegen ist, ohne eine Korrektur, dass ich dann einfach da sitze und suche und suche und finde gar keinen Einstieg, kann ich mir ja sparen. Selbst wenn ich eine Aktie finde, ist es relativ schwierig, wenn der Markt, Gesamtmarkt korrigiert, dann mit dieser Aktie außer Korrektur in einen neuen Trend überzugehen, ist recht unwahrscheinlich. Also insofern die Aktie stärker mit dem Gesamtmarkt korreliert. So, dann haben wir hier zwei rote, also ein rotes Feld. Das bedeutet im Endeffekt Folgendes: Wenn ich hier einen Trend Long gemacht habe, ja, in diesem Quadranten, und jetzt der Sektor oder der Index steht jetzt da oben, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt hier Countertrend die Short-Strategie fahre, einfach draufhaue und gut ist. Aber es bedeutet Folgendes: Es sagt mir sofort, naja, ich brauche jetzt hier in dem Sektor, die Kugeln kommen gleich rein und die Indizes, brauche ich jetzt nicht mehr suchen. Sondern ich mache Folgendes: Ich ziehe entweder meine Stop-Kurse ran oder ich mache einen Teilverkauf in dem Bereich. Ja, das sind die Schlüsse, die ich daraus ziehe. So, und wenn ein Perlentaucher-Trade 3, PL3-Signal ist das, Countertrend-Signal vorliegt, dann leuchtet das bei mir auf und wird angezeigt. Ja, nicht hier drin, aber ich zeige es euch gleich, was ich meine für die Grundvorbereitung. Das Gleiche zählt hier unten. Hier behandle ich einen Trade Short,
Ja, wenn ich einen Short Trade aufbaue und wenn der hier unten zu lange schon Short gehandelt wurde, dann kann ja sein, dass der Markt relativ schnell wieder zurückschnappt. Und das zeigt er mir an. Ich brauche jetzt nicht mehr nach 4, 5 Tagen handeln. So. Für die, die ein bisschen fortgeschrittener sind, haben wir natürlich auch eine Optionsstrategie mit eingebaut. Da gibt es hier den Strangle. Befindet sich also ein Index oder eine Aktie oder was ich da drin, dann handelt man diese Strategie. Oder man handelt den Cash Secured Put. Nur mal so, ich selber mache das nicht. Aber es ist ja trotzdem interessant. Man kann ja die Signale benutzen, um dort auch Optionen mitzuhandeln, weil die Signale sind sehr gut. Oder man macht hier ein Bear Call. So, und was macht ihr jetzt? Und das könnt ihr umsonst nutzen. Ihr klickt hier drauf, bewegt den einmal und ihr seht, wie ihr den Schieberegler nach rechts machen könnt. Und das bedeutet 90 Tage zurück. Und wenn man den wieder nach links schiebt mit der Maustaste, man kann das glaube ich auch mit der Pfeiltaste machen. Genau, ihr könnt es mit der Pfeiltaste links und rechts auf eurer Tastatur machen. Und dann könnt ihr sehen, wie die verlaufen sind. So, was seht ihr da? Ihr seht einmal grüne Farbe, orange Farbe. Jetzt seht ihr wahrscheinlich mehr rote Farbe. Rote Farbe. Okay, das ist das aktuelle Signal hier heute, ja, 0 oder 1. So, jetzt haben wir eine rote Kugel. Und die rote Kugel sagt mir sofort, hohe Volatilität. Mehr brauche ich gar nicht wissen. Also wenn die gelb ist oder orange ist, dann ist sie neutral. Und wenn sie grün ist, das ist eine super, das ist eine niedrige Volatilität, bedeutet, das ist eine super Voraussetzung für steigende Trends. Was sehen wir? Sofort auf Anhieb. Es ist für die meisten Finanzinstrumente, die wir hier sehen, die Indizes, eine hohe Volatilität. Und diese Bubbles, oder die werden wir noch ein bisschen grafisch verbessern, zeigen jetzt im Endeffekt ja an, wenn ich da drauf hover, also rübergehe mit der Maus, dann seht ihr oben, dort ist Sektor Öl. Ja, das Öl. So. Und wenn ich hier runtergehe, dann habe ich hier den Nikkei, ja, und ich habe hier ganz unten den Russell 2000. Ja. Darüber habe ich den Sektor Silber und dann habe ich hier den Hang Seng, dann habe ich da den SDAX und den MDAX und dann liegen manche übereinander und das verbessern wir noch in Form einer Liste, die dann da sein wird. Aber das Grundverständnis solltet ihr jetzt einfach mal mitnehmen. Und zwar kann ich jetzt natürlich sagen, gibt es jetzt gerade eine Situation für mich, dass ich auf eine Trend-Long-Strategie setze? Nein, nein, brauche ich nicht. Ich brauche ja nur hier raufgucken. Ich brauche mir nicht mal einen Chart angucken. Ja. Wo könnte ich eine Trend-Long-Strategie handeln? Ah, hier unten, ja, beim Russell 2000. Was muss dafür vorliegen? Ein P3-Signal zum Beispiel. Ja. Und das bedeutet, ich müsste mir dann ein P3-Signal angucken. Wäre es da nicht hilfreich, wenn ich mir auch Branchen angucken könnte, zum Beispiel? Also amerikanische Branchen, deutsche Branchen. Durchaus, glaube ich. Und das ist das Gute daran, dass ich natürlich auch sehen kann, wo sind denn die Trendstrategien schon heiß gelaufen oder sind die eher im oberen Quadranten? Dann ist es einfach günstiger für mich, noch einen Trade günstig aufzubauen. Natürlich können wir das. Wir können Branchen uns auch anschauen. Und zwar haben wir das gemacht mit den US-Sektoren oder mit den deutschen. Wir haben es mit Metallen gemacht, mit Anleihen. Wir haben es mit Futures gemacht, mit Währungen, Währungsfutures und mit alles, was mit Agrarfutures zu tun hat und so weiter. Ich gucke mir jetzt mal den US-Sektor an. Machen wir das gleich nochmal. So. Da sehen wir auf Anhieb, die Volatilität ist hoch. Das überrascht nicht. Gehe ich mal zurück, dann sehe ich mal, dass ich eine gewisse Zeit bis zum 90 Tagen zurück ja eine andere Situation hatte. Ja. Und wenn ich jetzt auf den Tag 1 zurückgehe, dann schaue ich mir das an und sage, okay, was wäre jetzt mein Trade letztendlich gewesen? Oder was würde in die Wahl kommen? Ich kann ja nichts long handeln hier, ja. Außer ich habe hier unten, was ist das? Der Russell 2000, den wollen wir nicht. Der ist ganz unten noch angezeigt, der ist super ausverkauft. Aber wir sehen, wie wir da drüber kommen. Havern, da ist zum Beispiel Financial Service, da ist Industrials drin, da ist nochmal Industrials drin und dann Sektor Media meinetwegen. Ja, die sind schon so abverkauft worden, die könnten, wenn sie ein P3-Signal hätten, long gehandelt werden. Dann haben wir hier oben einige Sachen, Consumer zyklisch, was haben wir noch, S&P 500, die liegen übereinander, das wollen wir ändern, wir machen kleinere Punkte und eine Liste, dann kann man das super unterscheiden. So, da haben wir zum Beispiel Healthcare drin und so weiter. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, ich nehme jetzt das als Beispiel, und zwar würde ich jetzt daraus schließen, ich würde eine Trend-Short-Strategie handeln und ich würde jetzt mir hier raussuchen, Healthcare zum Beispiel, ja, weil die in diesem blauen Feld drin ist. Könnte besser sein da oben,
zum Beispiel. Ja, da oben noch Industrials geht auch oder Healthcare da oben. Das zählt noch mit zu den blauen. Je höher das ist in diesem Quadranten, desto tiefer ist da eventuell die Korrektur bei den Werten. So, jetzt gehe ich auf Folgendes. Ich gehe in dieses Tool hinein und sage, ich möchte eine Perlentaucher-Trend-Short-Strategie handeln. Und zwar in dem Healthcare-Sektor. Und das mache ich jetzt. Klick da drauf, suche mir die Perlentaucher-Trend-Short-Strategie. Die habe ich hier. Ja. Perlentaucher-Trend-Short, da gibt es die Long. Und da sind die Counter-Trend-Strategien. Dann gehe ich da drauf, Trend-Short. So. Was kann ich hier oben links einstellen? Den Preis. Ist auch für Optionshändler, ne? Oder für Aktienhändler. Wer keine Aktien unter 10 Dollar oder 20 Dollar einbringt, den kann das halt eingeben. Ich gebe mal jetzt 10 ein. Man kann aber auch sagen, als Optionshändler, wenn man das möchte, ich möchte nur maximal 50 Dollar bezahlen, weil sonst wird es ja bei 100 Stück, die man dann abnehmen muss, zu teuer. So, das kann man eingeben. Und jetzt kann ich hier eingeben, Healthcare zum Beispiel, Search. Jetzt sucht der erstmal alle Signale raus, die ein Perlentaucher 1 Short-Signal wären. So, ich habe aber mir schon eine Branche ausgesucht, ne? Weil ich brauche ja nicht 1000 Signale. Ich möchte eine Branche haben, wo es sein kann. Dann gebe ich hier oben Healthcare ein. Und schwupps, hat man nicht mal ausgeschrieben. Es müssen die Branchen sein, die man da auch vorfindet. Habe ich hier 5 Signale bekommen. So, da ist sogar ein doppeltes Signal bei, weil es zweimal dieselbe Aktie ist. Passiert manchmal in der Datenbank, dass das Gleiche drin ist, aber es hat ein anderes Rating bekommen. Vielleicht eine andere Ratingagentur. So, was kann ich jetzt hier sehen? Ja, klar, das Symbol. Ich kann sehen, wie die Aktie heißt. Das ist ja nichts Neues. Ich kann sehen, an welcher Börse sie notiert ist. Ich kann zum Beispiel auch sofort sehen, ob das eine deutsche Aktie wäre, in Xetra oder in Paris notiert wäre. Dann würde das hier dementsprechend vermerkt sein. Jetzt kommt ein Kriterium von meiner Seite aus. Ich kann sehen, wie viele Tage die Aktie korrigiert ist. Und zwar nicht, wie viele schwarze Kerzen sie hat, sondern nach dem Algorithmus, ja, was für mich eine Korrektur darstellt. Das zeigt er an. Also je höher die Zahl, desto tiefer die Korrektur, desto mehr hat der Markt direkt mal korrigiert. Das kann zum einen zeitlich sein, es kann aber auch über den Preis sein. Und je höher die Wertigkeit, desto tiefer die Korrektur logischerweise. Ich sehe, dass es der Healthcare-Sektor ist, den wir brauchen. Ich sehe den Schlusskurspreis. Ja, wenn ich teure Aktien will, da sieht das. Ich sehe die Währung und jetzt kommt's. Man kann ganz schnell mit hineinbringen, welches fundamentale Rating ich für die Aktie benötige. Und das ist halt beim Ratings in dem Fall ein C ist Mittelwert. Es gibt A ist super und F ist nicht so gut. Von daher kann ich ja sagen, ich will nur Werte handeln, die ein C haben, meinetwegen für Long. Dann würden jetzt hier D eventuell für Walgreens, obwohl das dieselbe Aktie ist, wie ich das sehe, dann ausschließen, ja, oder für andere Aktien zum Beispiel. Oder ein B kann ich auch mir sagen. Dann sehe ich hier noch die Marktkapitalisierung. Wer also nur hochkapitalisierte Märkte haben will, der sieht hier sofort, oh, das ist eher so eine kleine Klitsche hier, hat aber auch nur einen Tag Korrektur. So, und jetzt noch nicht weit. Jetzt brauche ich ja noch mehr Informationen für so ein Trade, ne? Was mache ich? Also ich gucke erstmal hier auf den hier mit den 6 Tagen. Man kann sich das, glaube ich, auch sortieren lassen. Da müsste ich das nochmal anschieben, aber normalerweise kann man das sortieren. Dann klicke ich hier auf Baxter und dann kriege ich mein Dateninformationsblatt mit einem Tageschart. So, was sehe ich in dem Tageschart? Ich sehe hier blaue Linien und rote Linien. Und wir haben ja gesagt, das wäre ein Short Trade. So, die roten Linien sind der Bereich, also eine obere rote Linie und die untere rote Linie. Ich mache das mal ein bisschen dicker hier zusammen. So, kann man das scrollen. Dann sehe ich, das ist der Bereich, wo ich meinen Stop platzieren sollte. Also wer ein bisschen aggressiver ist, setzt den wirklich auf die untere Linie. Wer etwas entspannter ist, der setzt die auf die obere Linie. Ja, das ist immer davon abhängig, wie diese Kerze auch aussieht. So, und unten habe ich 2 Linien. Das ist der Target Area Bereich, also der Zielbereich. Da habe ich eine obere und eine untere Linie, ich handle Short nach unten und dann setze ich entweder am unteren Bereich mein Target, meinen Teilverkauf rein oder meinen gesamten Verkauf oder in die obere oder dazwischen. Das ist einfach der Bereich, wo es Sinn macht, hier ein Target reinzubauen. Und dann sehe ich gestrichelte Linien. Das sind die gestrichelten Linien, wo extrem hohes Volumen aufgelaufen ist. Und das ist ein Kriterium, das wisst ihr aus der Perlentaucher-Strategie, die das auch schon bei mir gecoacht bekommen haben. Ist wichtig, das hohe Volumen sollte überwiegend bei einem Trade über einem sein, weil es ja dann oft die Anleger dazu bewegt, dort weitere Positionen zu verkaufen. Ja.
Und von daher wäre das hier in dem Fall gegeben. So, was sehe ich jetzt noch? Also ihr habt quasi eine visuelle Anleitung. Ihr könnt sehen, ob das Sinn macht, ja, ob es euch gefällt. Natürlich könnt ihr das immer gegenchecken. Was sehe ich noch? Ich sehe hier dieselben Zahlen. Ich habe die Isin-Aktie, ich habe die Earnings. Wann sind die Geschäftszahlen? Also ich weiß, dass ich ja auch eine Strategie dafür habe, wie ich die mit den Geschäftszahlen umgehe. Das muss ich wissen. Und ich will wenigstens 10 Handelstage dazwischen haben. Hier sind sie am 28.07. um 7:15 Uhr, ja, am Morgen. Und es sind noch 78 Tage bis dahin. Das heißt, da sehe ich auf einen Anhieb, muss nicht irgendwo recherchieren im Internet, wo das ist. Super. Was sehe ich noch? Etage tiefer. Hier sehe ich, dass es auf der Short-Seite ein Trade ist. Ich sehe, wann ich ein Stop-Sell-Order einsetze. Ich handle immer mit Stop-Sell-Limit-Order. Das heißt, 72,21 ist der Einstieg. 72,12 ist dann das Limit im Endeffekt für den Short-Trade. Dann Stop-Loss. Und das Target-Area liegt bei 70, 80 oder 69,72 für den Teilverkauf. Wie viel Potenzial gibt es bis zum Teilverkauf? 3,46%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber schon mal gut zu wissen. So, wenn ich jetzt mit der Maustaste weiter runtergehe, dann habe ich hier nochmal die Beschreibung, wie ich da überhaupt vorgehe. Da steht es nochmal genau drin für den Trade, dann weiß man das. Und ich habe eine Unternehmensbeschreibung, momentan noch auf Englisch. Wir wollen die aber auch übersetzen. Haben wir eine Beschreibung, was das Unternehmen macht, wer sich das gerne durchliest. So, und dann habe ich schon die fundamentale Bewertung. Und hier gibt es fünf verschiedene Kriterien, wo die Buchstaben von A für super und F für nicht so gut letztendlich hier aufgesplittet sind. Wir sehen zum Beispiel bei der Equity haben sie ein B, das ist schon mal gut. Und insgesamt gibt es ein Overall-Rating von C. Ja, also ich kann genau sehen, was hier los ist und auch grafisch aufgearbeitet weiß ich das. Natürlich kann man eine Fundamentalanalyse umso tiefer machen, das interessiert mich aber beim Trading jetzt nicht so viel. Aber ich kann natürlich meine Signale sagen, ich nehme nur B-Aktien, wenn es die gibt, dann nehme ich einen B-Trade, wenn es vom Potenzial her passt und vom Charten, dann ist das gut. So, und dann war es das. Und jetzt kann ich euch sagen, was noch kommt. Ich könnte jetzt auch hier CVS nehmen, wäre das Gleiche, hätte ich auch die Linien eingezeichnet. Ich hätte das Potenzial von 2,7%. Momentan haben wir nicht so viel Potenzial bei den Aktien. Ich sehe auch hier das Earning genau das Gleiche. So, und so wähle ich halt dann meinen Trade aus. Ich brauche halt nur ein paar Trades. Im Endeffekt in einer Branche ein bis maximal zwei. Und dann ist das eigentlich von der Analyse her über einen Index, weiß ich, was los ist. Geht es long oder short? Ist die Vola hoch? Dann schaue ich mir die Branchen an, alles klar. Und dann schaue ich mir hier das so an. So ist der Grundgedanke, wie wir das machen. Und was noch kommt, von der Bedienung her verbessert, ist natürlich, dass ihr hier, wenn ihr im Marktmodell seid, das könnt ihr ja wie gesagt kostenlos testen. Und ihr seid hier bei den Sektoren zum Beispiel, dass man dann auf diesen Punkt klickt, Energie, und ihr wisst, in welcher Strategie er ist, und dann öffnet sich automatisch das entsprechende Handelssignal. Also es wäre dann hier Trend Long eher, und dann bekommst du das Signal für den Sektor Energy, meinetwegen jetzt. Ja? So, und dann war es das. Und mehr muss man da eigentlich nicht machen. Also es geht super schnell, ich kann es überall mitnehmen. Ich brauche keinen starken Rechner, das geht ja hier innerhalb Sekunden. Und was man natürlich, was auch noch kommt, das kann ich euch sagen, da bin ich mega stolz drauf, wenn das kommt, und zwar ein Trading Journal mit bei. Also wenn man jetzt hier eine Aktie mal ausgesucht hat, nehmen wir mal die ist jetzt hier short, Verizon zum Beispiel mit einem Potenzial von 4,6%, bla, dann haben wir hier später oben einen Button, da steht entweder Watchlist drauf. Dann kann man das nur abspeichern für sich oder ins Trading Journal übernehmen. Und dann kann man mehrere Konten eröffnen, auch Unterkonten, CFD-Konto, hast du nicht gesehen, was für Konten. Und übernehmt quasi eure Money-Management-Einstellung, die Strategie, die dahinter steht. Ihr könnt Teilverkäufe machen, alles im Endeffekt. Und ihr übernehmt die Eingaben, die ihr habt, mit dem Screenshot und so weiter, und habt das dann vorliegen. So, das heißt, ihr habt eine Kontrolle, ihr habt ein Trading-Journal, was immer bei euch bleibt, ihr könnt es mitnehmen. Und das ist für, ich sag mal, egal bei welchem Broker ihr seid, ob ihr mal ein CFD-Konto bei FX Flat handelt oder doch lieber Aktien, das könnt ihr alles miteinander verbinden. Ihr seid völlig unabhängig davon. Das bedeutet gute Trade-Kontrolle und so weiter. Und was ihr noch habt, in dieser Trader-Coach-Community, gibt es ja hier einen Blog, und da gibt es jetzt, da bin ich dabei, Ausbildungsvideos zu machen. Ihr lernt die Strategie dort. Und zwar
Ganz einfach, ohne dass ihr irgendein Coaching macht, sondern ihr bekommt sie im Endeffekt, wenn ihr da drin seid, in diesem Tool. Und das kann man natürlich kaufen, logischerweise, so wie es jetzt ist. Es kostet 49 Euro im Monat und ist monatlich kündbar und es gibt es bei Digistore 24. Aber wie gesagt, nichts kaufen, ohne dass man es getestet hat. Ihr könnt euch einfach über Registrieren gehen, was ich euch geschickt habe, und das mal anschauen. Und das ist halt eine gute Verbesserung, weil man ganz einfach den Markt super schnell einschätzen kann, ohne dass ich viel schauen muss, und letztendlich dann über die Branche zu gehen und dann den entsprechenden Trade aufzubauen. Ja. So, ich würde mich freuen, wenn ihr das testet und mir einfach mal schreibt, was euch fehlt, was ihr gerne hättet, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Dafür bin ich ja immer gerne offen. So, dann habt ihr vielleicht noch eine Aktie. Wir sind zwar schon 20 Uhr, aber ich habe euch ja versprochen, wenn ihr eine Aktie habt, schreibt die einfach bei Fragen rein oder bei Chat rein. Dann werfe ich einen Blick drauf und dann schaue ich die nochmal aus der Perlentaucherbrille an. Ja, Bayer. Bayer, das nehmen wir doch mal. So. Aber du meinst die normale Bayer, oder? Das ist die deutsche, nicht die, auf die in Amerika gehandelt. Ja, ich denke mal, du bist genau die deutsche. Okay, Jörg, also ich sag mal. Und das ist ja der heutige Tag, stimmt, das ist der 11. Mai. Was siehst du da? Hohes Volumen, ne? Orange Kerze. Wo findet das hohe Volumen statt? Auf einer Wochenunterstützung. Das ist schon mal positiv. Haben wir dort schon mal erhöhtes Volumen gehabt? Da müssen wir mal weiter zusammenscrollen. Haben wir sowas gehabt? Guck mal hier nach links. Hier haben wir auch schon erhöhtes Volumen gehabt. Deshalb verwundert es nicht, dass es da wieder auftaucht. Das heißt, der Kurs ist noch da drüber, hat also drüber geschlossen. So, jetzt ist mal die Frage, bist du schon drin in der Aktie oder willst du rein? So, wenn man schon drin ist und wann man eingestiegen ist, immer die Frage, dann muss ich mir natürlich ein Szenario ausdenken, wann ich rausgehe oder wann ich einsteigen will. Was mir hier nicht gefällt, ist natürlich diese Riesenschwankungsbreite dieser Kerze. Ne? Wenn du jetzt hier drüber einsteigen würdest, long meinetwegen, bis dahin, dann hast du ja höchstens ein R-Risiko. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Ne? Wir hatten hier einen Verlust von heute 6,6% und haben aber wieder höher geschlossen. Das ist schon eine ordentliche Volatilität für so eine DAX-Aktie. Von daher würde ich sagen, warte eine ruhige Phase ab, wenn du reinkommst. Wenn der Markt hier auf dieser Ebene bei 58 konsolidiert, so ein bisschen kleinere Kerzen baut und eine starke Kerze, dann könnte sie nochmal bis 60 so ungefähr laufen. Ja, wir haben auch hier ein starkes Volumen. Das heißt, da wird es wahrscheinlich dann schon ein bisschen dünn bei 62. Ja. So, Short ist natürlich klar, zwei Tage schon ein bisschen stark geschwankt. Das heißt, kommt er nach oben und dann in die andere Richtung. Ja. Also, wenn du jetzt Short unterwegs wärst, dann macht der Markt erstmal den, wartest, gehst wieder in die Richtung, wobei du dann wissen musst, hier wird wahrscheinlich dann wieder der Markt stark darauf reagieren. Man muss den Stop nachziehen oder im entsprechenden Teilverkauf tätigen. Ja. Bin drin. Na, wenn du drin bist, ist es gut, Jörg. Das sollte einen guten Support bieten. Na, guck mal nach links, hier haben wir auch ein erhöhtes Volumen da. Ja, das siehst du. Und von daher sollte hier, selbst wenn der Markt nochmal drunter fällt, hier bei 55, sage ich mal, ein guter Support sein. Ja. Nächste Aktie, Nvidia, der Norbert. Danke, Norbert. Auch spannend. Nvidia war doch, was ist Nvidia? Nehme ich mal den Namen. So. Das ist hier in Deutschland gehandelte Aktie, in VDA, da ist er. Schauen wir mal. Weil die geht ja noch. Also ich habe letzte Mal habe ich beim Webinar PayPal gemacht, da dachte ich, oh, ich falle vom Glauben ab. Die stand bei 320, die PayPal, und jetzt bei 70 oder 78. Wahnsinn. Nvidia, okay. Wochenunterstützung war das mal. Jetzt ist schon rot geworden, weil es ein Widerstand ist. Hat hier drauf reagiert am 20er und dieser Wochen. Widerstandszone und runtergesaust. So, jetzt schauen wir uns einmal, was da gemacht hat. Geht runter bis zum Wochenunterstützung. Negative Kerzen. Wir haben also im Moment keinen Handlungsbedarf, denn die Kerzen sind ja immer die letzten aktuellen Handlungsbedarfsmöglichkeiten. Habe ich eine starke Kerze, dann könnte ich hier probieren, Trade aufzubauen in die Long-Richtung. Ja?
Habe ich aber hier nicht. So, jetzt schaue ich mir an, was ist hier links? Haben wir da noch mal was, wo es richtig sich lohnt? Und da ist das Volumen erhöht. Da oben, das haben wir, seht ihr auch selber. Da, zack, das ist der richtige Umkehrstab, zack. Da hat der Markt reagiert in diesem Preisbereich. So, jetzt geht er weiter nach unten. Auch hier kurzfristig mal drunter, dann wieder nach oben, nichts. Dann hier heute wieder da reagiert an diesem Bereich. So, jetzt sind wir da unten. Jetzt haben wir eine Zone, die weit in den ansteigt mit hohem Volumen. Dann sind immer die Umkehrzonen interessant. Also da, wo eine kleine Korrektur stattfindet, also so wie da, dann liegt fast auch gleich auf. Dann haben wir hier eine Umkehrzone. Das heißt, wir haben ungefähr bei 160. Und ich denke, Norbert, du bist wahrscheinlich in Nvidia drin. Und zwar long wahrscheinlich. Genau. Okay. Ich hoffe, bist du im Plus oder im Minus? Im Minus, okay. Dann ist es die, also eigentlich müsstest du ja ein Ausstiegsszenario haben, ne? Logischerweise. Das ist immer das Bessere. Also hoffen, weißt ja, ist nicht so gut. Die nächsten Etagen, die man hier sieht, sind bei 140, 150. Also da haben wir ein starkes, hohes Volumen da. Da der Markt hat beim Anziehen über diese 150, 160 nochmal stark zugenommen. Also in dem Bereich sollte sie theoretisch verlangsamen. Ja, also so, puh, Ding ist okay. Da haben wir auch nochmal ein extrem hohes Volumen bei 140. Also es kann jetzt in Etappen weiter runtergehen. Wäre eigentlich besser, du hättest schon längst, sage ich mal, wahrscheinlich nach deiner Strategie einen Ausweg gefunden. Da müssen wir mal schauen, was da dein Ausweg eigentlich wäre, ja, wie dein Plan da war. War es ein Investing? Wenn man als Investor ist man ja anders unterwegs als ein Trader. Beim Trader soll es eine klare Ausstiegsregel haben. Ich hoffe, du hast es nicht vom Trading ins Investing geschoben, wenn es im Minus ist. Das sollte man auch beim Plus nicht machen, davon mal abgesehen. Also die Strategie sollte immer im Vornherein schon feststehen, was man damit machen will. Ausstiegsszenario. Also sie hat eine gute Unterstützungszone hier um die 150. Sollte es das nicht halten bei der 150, dann sind wir schnell bei der 120. Also es wird relativ schnell um diese Marke gehen. Das werden wir sehen. Okay, ist Investing. Ja, okay, ist eine super Firma. Da kann man ja auch nichts zu sagen, aber guckt mal. Was hat mir einer hier gesagt hier? Shopify, also da bin ich auch vom Glauben abgefallen. Die stand hier bei 1800 hier oben. Also auch ein super Unternehmen wahrscheinlich und schwupps bei 330. Eine PayPal. 313, jetzt 76. Also für so ein Unternehmen. Also ich weiß nicht, was sich bei denen großartig geändert wird. Und deshalb kann man mal sagen, ja okay, wenn das Unternehmen jetzt nicht so viel schlechter geworden ist, dann ist es halt einfach Trading. Die Aktie wird einfach ausgehandelt. Ja, die Leute gehen raus aus dieser Zahl, Bezahlheit oder sonst wie, keine Ahnung. Deswegen müsst ihr immer vorher euch bitte eine Strategie zurechtlegen, wie ihr aussteigen wollt. Auch wenn es manchmal wehtut. Ja, das gehört mit dazu. Also ich finde PayPal immer noch mega interessant, aber wir sehen auch heute, es hat schon wieder einen neuen Tiefskurs gemacht. Das ist unglaublich. Ja, die habe ich immer auf dem Schirm. Ich glaube, die habe ich jedes Mal gesagt. Noch bin ich nicht drin. Hat auch sehr die Zone hier verlassen mit dem hohen Volumen bei 80. Das war mal angedeutet. Jetzt sehen wir uns bald bei 76 sind wir schon. Ich glaube, ich muss meinen Chart erweitern, damit ich noch mehr sehen kann. Aber letztendlich sieht man, wichtig ist, dass wir eine Strategie haben. Ne? Okay, dann bin ich durch für heute. Ich hoffe, ihr testet. Ihr schreibt mir, das wäre super schön. Und ansonsten wünsche ich euch einfach, passt auf eure Position auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann ja schon im nächsten Monat wieder. Oder ihr seid auf der Invest in Stuttgart, da halte ich einen Vortrag bei FX Flat. Freitag den, mal kurz gucken, Freitag den 20. Mai, ich glaube um 15 Uhr ungefähr, halte ich dort einen Vortrag. Bin auf jeden Fall da am Freitag auf der Messe, ihr werdet mich sehen in Stuttgart. Ich freue mich, bis dann, ciao.